Moin Moin, den geilen Schnitt, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Secret Hitler. Heute mit Peter, Sebastian, Dadosch, Christian, hallo. Jay, Peace. Dalu, Brammen. Hallo, heute Weltfrieden. Woanders. Mikkel baut sich sein Reich auf. Er ist in einen anderen TS-Channel. Der hat die finale Summe von deportiert worden. Gekriegt, der ist jetzt weg. Ja. Ja. Außerdem konnte sein Herz das nicht ertragen, noch eine Runde Secret Hitler zu spielen. Noch schaffeln. Der arme Junge. Also und der Gott Christian hat sich vor der Runde eine ruhige Runde gewünscht. Und ja? Es gibt also schon mehrere Indizien dafür, dass gestern nur Stress gehabt und gestern du durchgespielt. Der letzte Kampf ist einfach nur Stress pur. Das ganze Spiel ist einfach Stress pur, oh, ja. Finde ich. Aber am Ende, also wie mache ich das jetzt ohne zu spoilern? Sag mal, du hast am Ende zwar alles, aber das Spiel wirft dir auch alles entgegen, was es hat. Okay. Bis der fertig ist. Okay. Du kannst doch würfeln. Nein! Kannst du nicht schreiben. Weiß. Juhu! Ah, dass ich selber anfange! Ja, Mann! Nimm nicht Dalu! Außer, du willst, dass wir dich alle hassen! Ja. Was soll das denn jetzt? Also, das ist ja wieder eine persönliche Sache, oder was? Der hat jetzt schon 3 Runde gezogen. Oh. Komplett persönlich. So, wo ist das hier? Da? Du musst das nach links, das andere ein nach links legen. Von das erste Horror war schon da, bevor wir angefangen haben. So, was machen wir jetzt? Jetzt soll ich das da hinlegen, oder? Genau, Jonathan, genau. Ja, so. Mach mal. Ja, komm, warum das nicht? Das würde auch Sinn ergeben, weil dann ist zweimal Liberaler dran. Also, das hier hinlegen. Sollte es rückwärts gehen? Ich finde das immer noch die beste. Okay, also Peter und Christian sind irgendwie schon in einem Team. Das habe ich hier schon rausgehört. <Ja. lacht> So, ich wollte schon gerade ziehen, die Policy-Karte. Das war alle Nein-Stimmen jetzt. Ja, ich wollte gerade sagen, das war jetzt aber ein bisschen optimistisch hier. Selbst Jay hat Nein gesagt. Ich bin immer optimistisch, ja. Ich bin euer liberaler Kanzler. Präsident, ja. Entschuldigung. Okay, Leute, wir werden jetzt 3 Rote bekommen. Ich predikte das jetzt einfach mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, okay. Ja, na, und alle sind dafür, auch die 3 alle. Faschos. Das ist ja schon komisch. Das ist jetzt das Spiel ist jetzt schon vorbei, Rick. Leute. Das ist vorbei. Ja. Und Peter hatte übrigens das vorgeschlagen, Christian zu wählen. Und vor allem Lalo habe ich vorgeschlagen, nicht dich zu wählen. Genau, also das sieht echt nicht gut aus, finde ich. Gucken wir mal, was da jetzt kommt, lieber Dalu. Bist du gleich da immer noch für Peter, dass wir Dalu nicht wählen sollen? Nee, ihr müsst mich nicht wählen, ich wähle. Nee, ja, ich wollte gerade sagen, nächste Runde ist Dalu. Nee, wir müssen doch Dalu zum Präsidenten wählen. Wait, ja, komm, kann da ist noch eine, sehe ich aber problematisch. Ja, ich weiß, ich habe die erste noch nicht geguckt. Ich kann die gerade nicht. Die erste reicht schon, Jay. Das ja, wenn das eine blaue ist, reicht das. Ja. Wenn nicht. Noch sind meine Feelings gegenüber Dalu neutral. Nee, er hat okay. Habe ich aber anders rausgehört. Ist es nicht aufgefallen, wie ruhig er in der Videobeschreibung war? Jawohl. Ist übrigens drin, wer ist. Das weiß ich schon. Sebastian. Also ich bin Sepp, das kriege ich auch noch hin. Peter ist Peter. Ich hatte 2 blaue. Peter als Peter. Ich hatte 2 blaue und hab die Christian gegeben. Beide? Also Christian hatte keine Wahl gelassen. Nee. Also, warum nicht? Oder hattest du die blauen weg haben wollte. Aber damit könntest du, wenn Christian Quatsch machen würde, ihn ja doch überführen, oder nicht? Ja, ja genau, in der ersten Runde. Also so viel. Ist doch auch gut, wenn eine blaue liegt. Ja, ich kann nicht auch blaue dahin legen wollen. Ich möchte das jetzt nicht, ich möchte einfach nur verstehen. Das redempt mich nur nicht. Aber ich wollte halt fair sein und das richtig sagen, ja, wie ich das gemacht habe. Christian, hast du eine rote gehabt? Ja. Okay. Ha, ja, genau. Ha. Genau. Dadosch. Bei Christian hörte sich das nicht wie ein Witz an. Ich glaube, dass ich jetzt bamboozelt werde, weil ich glaube, Jay hatte 3 blaue. Nein, ich hatte nicht 3 blaue. Ich hatte eine rote und 2 blaue. Christian hat 2 blaue bekommen. Aber wenn Dalu schon so anfängt, dass er eine rote sowieso legen wird, ne? Ja. Hm. Dalu, ich finde das nicht gut, dass du jetzt einfach zurückgehst mit den Wahlen, ne? Aber ich bin nochmal ausnahmsweise dafür. Ja, ich habe mir überlegt, das wäre vielleicht ein gutes Play. Finde ich gut, dass du meine Ideen annimmst. Er wird mich jetzt richtig reinreiten, ich weiß es. Er ist Traitor, ich höre das in seiner Stimme. Ich kenne ihn schon lange genug. hat er schon wieder gesungen, oder das was? Das Problem ist, solche Messages von Dadosch, ja, weiß ich halt das nie, da, wie Dadosch. Ernst ich die nehmen kann. Die sind für dich. Die Trader, die Guten? Dadosch, die sind beide beschissen, die Karten, weißt du? Das ist scheißegal, welche Reihenfolge du die nimmst. Das Müll, ne? Falsch! Ja. Drauf an, ob du Müll da, ist die Blaue, da muss die Blaue hin, genau. Oh!
Sehr gut, wie viele blaue hattest du da, Lu? Ich hatte übrigens 2 blaue. Ich habe ihm aber die Wahl gelassen und habe eine blaue abgelegt. Ich hatte 2 rote, er lügt. What the fuck? Ich möchte nicht gewählt werden. Wie hast du da draußen blaue gemacht? Ich hab die vom Start gar nicht mitspielen, Bram. Bram. Also, ja, aber er könnte halt ein Nein lieber stimmen. Bram, jetzt Bram, da sind noch, ja? Guck mal, da sind noch 2 blaue in dem Stapel. Wenn alles so stimmt, nee, pass auf, ich werde jetzt einfach hier, ich nehme Jay und ihr stimmt jetzt Nein. What? Du willst wirklich aber nicht Moment, mitmachen? Aber Moment, aber was ist denn der Sinn davon? Jemand anderes muss es ja machen. Ja, aber jemand anders kann das ja gerne machen. Bram hat keinen Bock. Von mir Christen, ja. Scheiß, von mir Christen auch, ja. Kommst du nicht raus? Ich möchte nur, weil ja nur weil du Hitler bist, gehabt, oder was? Okay, Bram, also Jay, dein Argument. Boah, das ist aber auch ein guter schlecht Trick, ey. Wenn ja, ich das nächste Hitler Mal Fascho bin okay oder sowas, dann mach ich dann auch, bitte wählt mich nicht und dann werdet ihr uns klar, trotzdem klar, Peter, nächstes Mal, wenn du Fascho bist, ne? Das ist fast schon die Mickel-Taktik. Oh, dadurch glaubst du, ich bin mit Dado im Team. Ja, dann wärst du liberal. Nächste Runde, weiß ich Bescheid. Ja. Wie viele blaue sind standardmäßig 4 im blaue ersten sind Stapel jetzt raus, standardmäßig sind 6 drin. 8 blaue sind weg. Also 50-50 Chance, dass Bram eine blaue zieht aktuell. Das ist ja ziemlich hoch. Finde ich auch. Ja, 2 blaue, ne? Hat Jay gekriegt. What? Der hat 2 blaue von mir bekommen. 2 blaue bekommen, what the fuck? Ich will nicht, Okay, jetzt will ich aber auch nicht mehr. Moment, jetzt, schade, Peter, 6 blaue, ne? Demokratie jetzt alles weg. Nice. Ihr könnt euch meinen Blick gerade nicht vorstellen. So, Moment, ja, rechnen. 2 plus 2 plus 2. Warte. Darf ich, alle blauen darf ich kurz weg zusammenfassen? Also, wenn jetzt keiner gelogen hat und als Fascho würde man ja lügen eigentlich und eine blaue verschwinden lassen. Also, dann würde ich sagen, seid ihr 3 innocent, also. Und wenn also du Peter, viel und Spaß, wenn du Sepp, und wenn Sepp das sagt, dann ich müssen ja dadurch Chris und Peter also danke, dass ihr mich jetzt nicht mehr vertraut habt, wirklich. Ich war mir das selbst nicht sicher. Ich bin ja sowieso als nächstes dran, das fände ich sowieso nicht so optimal. Selbst, aber wie kannst du Gott sei Dank spielen, Peter? Das Spannende ist, wenn da jetzt noch Blau rauskommt, weiß ich zumindest, wer hier der das stimmt ist. Also das war, warum sollte ein Fascho lügen, wenn er eine blaue zieht und sagen, ich habe 2 blaue gehabt? Dann macht er überhaupt gar keinen ich Sinn. Ich glaube, Dado hat mal verzettelt. Er war sich sicher, dass Bram danach nein 2 rote zieht. Also der Einzige, der aus meiner Sicht gelogen haben kann, ist immer noch Jay. Aber er hat doch 2 blaue Kronen gegeben, oder nicht? Ja. Ja, aber er kann ja auch 3 blaue gehabt haben und Fascho sein. Aber das geht das ja rein rechnerisch nicht. Das geht ja schon gar nicht mehr. Ja, dann hat, okay, dann hat Bram zwei auch gelogen. Okay, aber ich habe gerade 2 blaue. Aber ich unmut, aber fuck, im wahrscheinlicher ich sag, ist nein, dass da alle Jay das Ding. Ja, aber Moment, wenn Jay da habe ich auch noch Luck. Ja, da bin ich blaue gelegt. Aber wahrscheinlicher ja ist es, dass wir alle die Wahrheit gesagt haben. Ich glaube, der Jay schon gesagt. Ja. Das glaube ich leider das auch. Das ist da, halt Lu das Wahrscheinlichste. Und das spricht dann dafür, dass sogar ihr 3 innocent meine, seid. Also. Unter der Voraussetzung würde ich jetzt Dado wählen. Ja, mach mal. Ja, ist das nicht wurscht? Aha. Ich kriege ja eine rote. Ja, aber es ist ja safe. Also, ich krieg ja nur. Ja, dann gib Dadosch. Ja, bei mir dann ist es das ist nein, ja egal. Nein, nein, gib Dadosch, schon okay. Ja, gib ruhig her. Also, ist ja egal. Also, es kann ja nur eine rote ja kommen jetzt. Kann ja nichts machen. Ich finde das jetzt auch ein es bisschen. Ist ja jetzt schon wieder hier. Ja, irgendwer. Also, wenn wir wirklich alle die Wahrheit gesagt haben und hier sind nur rote drin, aber dann ist überhaupt eine Konstellation, in der man hätte lügen können. Es wird, so kein klar Sinn, es wird keinen Sinn. Du kannst machen. Hättest ja sein können, dass du nur eine blaue gezogen hast. Also, nur eine. Und ja, okay, gehen wir davon aus, aber das hat ja keiner gezogen gesagt. Vielleicht hatte jemand Pech von euch. Also vielleicht ist jemand böse und hatte Pech. Aber auch dann ja, haben wir ja alle die Wahrheit gesagt. Es hat ja keiner ja, genau eine blaue verschwiegen. Ja, ja, das heißt, die nächsten zwei Runden, da kommen jetzt 2 rote. Genau. Also wenn alle die Wahrheit gesagt haben, kommen jetzt safe 2 rote. 3 rote. Ja, ich frage mich halt gerade, welche Konstellation cool wäre. Nee, zweimal nur, dann wird doch jetzt 3 Karten ziehen. Ja, aber dann wird doch noch gemischt. Achso, die nächsten. Ich meine, die nächsten 2 Karten, die in die Mitte gelegt werden. Aber gibt es eine Konstellation, in der sinnvoll gewesen wäre, zu lügen für jeden von uns? Nee, macht überhaupt also, keinen Sinn. Außer also du bist sinnvoll, Hitler. Sinnvoll, weiß ich nicht. Das ist eine ganz verrückte Runde. Ja, also Hitler wärst jetzt auch nicht gelogen. Peter, wie gehst du bitte mit deinem Amt um? Entschuldige mich vielmals bei allen. Wie mit der Mafia-Jacke. Dafür habe ich mich einfach weg. Hm, ja, Peter, was hast du da auf der Hand? Die Wahl ist schwer. Bitte Ruhe, ich darf da ja noch nichts zu sagen hier, ja?
Und Peter hat nämlich eine blaue gezogen. Pass auf, jetzt kommt der Obershit. Ist das eine Konstellation, wo man 5 blaue hintereinander legen kann? Nee, das geht ja wenn immer nur einzelne gezogen werden. Ach so, ja, doch, das geht da sind so. Beide Faschos. Confirmed. Ja. Ein Team habe ich von Anfang an gesagt. Also, wenig überraschend, hatte ich 3 rote. Naja. Naja, das kann jeder sagen. Jetzt aussagen. Ja, Peter ist raus, das macht nicht mehr was die Runde. Das ist ganz schön. Das ist verrückt. Also, das habe ich noch nie gesehen. Das war jeder dran, oder? Okay, wem. Also, wem gebe ich das Ding denn jetzt? Also, dadurch nee, nicht. Ist nahezu scheißegal, weil es. Peter und Dalu keine... kannst du nicht machen. Diese nimm Jay, Sportart. Der hat schon 2 blaue gelegt. Nimm Bram, Bram will nicht. Der verzögert. Bram oder mich? Ja, okay, dann nimm Jay. Aber Bram. Oh Gott, nein. Wird man nein? Nimm Bram. Ich will keine rote legen. Aber nur weil Bram nämlich nicht will. Das hat jetzt der neue Trick zum Kanzler werden, aber man will nicht. Glaube ich wirklich so. Das finde ich eigentlich ganz lustig. Also da Sepp ja jetzt dann sehr wahrscheinlich checken kann, sofern keiner gelogen hat, hoffe ich, dass er einen von den checkt, wo er nicht denkt. Diskutiert bitte schon mal, wen ich checken soll. Ja, einen von, ja schon also mal weder Jay, Bram und mich, würde ich sagen. Das ist doch für die Allgemeinheit ist doch da eh scheißegal, wen du checkst. Nee, das Wichtigste nee. Ist doch sowieso nur für dich. Ja. Mhm. Okay. Aha. Wahnsinn. Bambusel, Junge. Ja, bin ich überhaupt. Hier, check mal dadurch Christian oder Peter. Ja, mach euch. Kannst mich taggen, wenn du möchtest. Oder Dalu. Meinst du, also Dalu, meinst du, ich hatte recht vorhin? Ja, ich wenn du wirklich. Oh, das könnte. Also, das ist zumindest. eine gute Idee. Dann würde ich Dadosh checken, weil wir mischen doch jetzt gleich. Und Dadosh ist doch gleich dran. Im Moment, hätten wir nicht schon mischen müssen? Ich habe das schon wieder vergessen. Ja, wir mischen. Ja, also wir mischen jetzt. Nee, also, jetzt muss aber lasst uns, werden. Bevor jetzt, er das aussucht, noch einmal darüber werden. Reden. Hätte einer von Jay, mir oder Bram eine. Das macht doch keinen Sinn. Hätten wir eine blaue hätten wir einen Vorteil gehabt zu lügen? Nee. Nein. Also auch, also ich gebe dir recht, auch als Fascho macht es nicht unbedingt Sinn, wenn du 2 blaue hattest, zu sagen, nee, ich hatte nur eine oder ich hatte 3. Du kannst ja schon die Wahrheit sagen und am Anfang. Also Jay hat gesagt, ja er hat eine rote abgelegt und blau geforst. Die einzige Möglichkeit, die bestehen würde, ist, er hätte 3 blaue. Das ging aber nicht, weil das ich 2 hatte und Bram genau, auch Bram 2. Auch. Richtig. Deswegen ist das einfach jetzt das ein einzige blöder Zufall. Das einzige, was halt geht zum Beispiel, sein. Genau, Jay war Hitler und hat gesagt, ja, wow, boah, ich mach jetzt mega liberal, ich gebe Christian ja, auf jeden Fall 2 blaue. Also das geht, aber ich glaube, wenn du nicht, also einer von euch könnte Hitler sein, aber ich glaube nicht, dass einer von euch ein Fascho ist. Und Bram, du hast Jay auch geforst. Du hast ihm auch 2 blaue gegeben und eine rote weggelegt, richtig. Oder was? Richtig. Das ist korrekt, weil ich dachte mir, liegt da eine blaue. Ja. Das wird halt keinen Sinn wieso machen. Wieso kann das nicht einfach so sein? Ja, kann sein. Also wir warum, gehen nur wieso die, sollte jemand gehen, sagen, man hätte 2 blaue? Nee, das klar, spricht halt wirklich dafür, gezogen. Dass das kann Jay, aber nicht Dalu sein, da ihr alle 2 auch 2 blaue hattet. Genau. Oder wir sind einfach zu dritt Faschos. Und wir sind einfach die liberalsten Faschos, die es je gab. Ihr habt einfach gar Spiel verkackt. Ihr habt keinen Bock auf euer Hitler. Danke, der Hitler-Move wird wahrscheinlich noch mit dabei sein. Aber wenn Sepp jetzt einen von den Nicht-Beteiligten checkt, müssten wir ja Faschos kriegen. Ich würde jetzt Dadosh nehmen, weil Dadosh als nächstes dran ist. Weil Dadosh ist dran und wenn er Fascho wäre, würde ich dafür stimmen, dass wir ihn überspringen. Ich finde das mit Dadosh auch nicht so dumm, wenn jetzt gemischt wird. Genau. Weil Dadosh hat dann als erstes die Möglichkeit, Blaue wieder verschwinden zu lassen. Wenn er denn böse ist. Wir wollen jetzt hier niemanden... Klingt zumindest smart. Klingt smart, ne? Okay, Dadosh, dann gönn mir mal. Membership brauchst du, ne? Dann kannst du ja nicht viel. Oh, wenn du da immer nachfragst. Nicht die Rolle. Uiuiuiui. Okay, Dadosh, ein bisschen cooler. Das ist wichtig. Das ist korrekt. Das ist interessant. Also ist er Fascho oder ist er... Nee, das ist auch deiner... Das ist cooler. Meine Prediction, Early Game, also Peter, Christian und Jay. Boom. Also die Situation ist auf jeden Fall so klar, dass du da sagt Peter gar nichts zu, hallo. Ich hab's. Das ist es. Du bist vorbei. Okay. Ist was hast du denn? Wahrscheinlich Sepp und Dadosh jetzt im selben Team sind und entweder die... Ja, das macht ja auch Sinn, Peter. Ja, das muss nicht zwangsläufig. Ja, okay, ich könnte auch Fascho sein und er ist liberal. Das geht auch. Genau. Aber Dadosh ist eher liberal als Fascho.
Weil von den drei Fällen, die es sein kann, sind halt zwei Fälle, dass er liberal ist. Und einer Fascho. So sieht's aus. Ich bin ein Nämlich guter. Nur, wenn wir beide Fascho sind. Was machen wir? Das ist schon wieder jetzt alles fishy. Weißt du, das kann jetzt halt auch sein. Also Christian, hallo, ich bin traurig, ja. Christian, du warst so ein guter Kanzler von mir. Was denn? Ich will auch nicht genommen werden. Nee, kannst du ja auch nicht. Ja. Peter, wenn du halt auf der falschen Seite bist, dann ist es halt so. Moment, wenn ich jetzt rankomme, haben wir gemischt. Guck mal am Ende mal, wo ich bin und wo du bist. Wir haben gemischt und Dardosch ist liberal. Soweit ich weiß. Ja? Nimm mal lieber nicht Dardosch. Nimm mal lieber nicht, Jay. Also ja, ist das eigentlich wenn egal. Wenn Sepp sagt, immer lieber egal, Danu, dann ist eine Dreierkonstellation, deswegen möchte ich einfach das nicht ihr drei ja, nee, irgendwie machen. Mir ist halt auch egal eigentlich. Ich werf mal hier Pelé in den Raum. Mir ist halt eigentlich egal, weil Dardosch eh liberal ist und eine blaue, wenn er eine sicher, zieht, ob ich das will. Durchspielen wird. Ich bin auch für Peter. Oh, Peter will nicht! Peter will nicht! Ja, jetzt bin ich für Peter. Ich bin gerade nochmal überzeugt worden. Gutes Argument. Naja, Dardosch ist wahrscheinlich der. Warte mal. Dardosch Sepp hat später, aber Peter, dann sind die wir Wahrscheinlichkeit, glücklich. Dass Dardosch gut ist. Ja, will mich Dardosch. Oh, nee, jetzt ist das der Peter. So nicht, Peter. Ist das jetzt reverse? Was soll das? Hauptsache, Sepp gibt dir nicht vor, wen du wählen sollst. Nee, mir ist das auch egal, weil Dardosch eh liberal ist. Also bei mir macht das überhaupt cool. keinen Sinn. Du kannst eigentlich nur zwischen Dalu, Peter, ich meine, Jay okay, ist auch gleich dran. Dann nehme ich Peter. Ich glaube eher, dass Peter auf der dunklen Seite ist. Ja, aber ist ich okay. kann ihm ja die Chance bin lassen. Bin nie auf der dunklen Seite, Alter. Ja, aber um zu gucken. Also er muss ja einen Move machen, oder nicht? Genau. Also, ja, wenn ich ihm die Wahl gebe, muss er Move machen. Ja, aber gut. Zu früh. Er ist einfach nur normaler Fascho, wird jetzt die Rote legen und dann muss nur noch Adolf gewählt werden und ist vorbei. Den Move macht er. Der outet sich jetzt einfach. Ich meine, wenn er die Wahl bekommt, sagt er einfach, ich leg jetzt rum. Ja, könnte sein, ja. Hat keiner gesehen da. Warum sollte man das jetzt sagen? Ich meine, naja. Ich meine, wenn also er die Wahl bekommt, wird er einfach rot legen. Ihr meint, wenn Peter Fascho ist, ja. dass der aus das der Wahl blau und rot... Doch sowieso machen. Ja, aber dann bist du ja überfällig. Also wenn ich Fascho wäre, ja, wäre glaube ich, ein bisschen gefährlich, jetzt eine blaue zu legen. Also ich wäre ein smarter Fascho, als Fascho spielen würde. Ich finde das aktuell genauso gefährlich, jetzt 100%ig darauf zu setzen, dass Peter auf jeden Fall eine blaue kriegt. Das ist halt die andere Geschichte. So. Ich habe ja gesagt, wenn ich Es gibt noch drei Wahl. Stück, Hallo? Du hast jetzt schon eine hohe Habt ihr jetzt alle schon umgedreht? Ja, dein fehlt doch. Du darfst auch nicht weggucken vom Bildschirm, ne? Ja, nee, ich habe auf die Karten reingesucht. Er hat gerade in die WhatsApp-Gruppe geschrieben. In die Fascho-Gruppe meinst du? Scheiße, was machen wir jetzt? Oh, da machen wir hier eigentlich alle, also wir sind hier alle nicht so der gute Parteitag, ne? Im Endeffekt kommt deine Wahl teilweise auch nur durch Faschos. Wir haben viel zu wenig Diskussion, das ist schon sehr seltsam alles. Ja, weil es zu gut läuft. Also es läuft eigentlich gar nicht gut, dadurch, dass wir nichts wissen. Na gut, ich weiß immerhin schon mal was. Das ist schon mal schön. Siehst du? Ja, das ist ja super. Hab ich ja gesagt. Ah, guck mal, da ist die blaue. Das war die blaue, ja. Ah, was sagt er jetzt, ihr Bitches? Hey, was sagt er jetzt? Er hatte die Wahl. Was hast du gezogen? Ich hatte zwei rote, eine blaue. Da, nice. Okay. Ja, du verarschst mich hier nicht. Zwei blaue im Stapel. So kommst du mir nicht davon, ja. Was soll ich denn noch machen, Dalu? Nee, so nicht. Jetzt hatte ich schon die Wahl und. Nee. Das überrascht mich jetzt gerade hart, was da passiert ist. Ja, aber Dalu ist halt auch ein guter, hab ich doch gesagt. Aber auf eine positive Art und Weise, Peter. Jetzt ist die Frage. Was passiert? Was ist denn jetzt falsch? Ja, jetzt ist. Ich kann doch nicht Sepp zu nehmen, um zu gucken, was denn da noch schon Sepp haben. Oder Bram, der will nicht. Was willst du? Der Running Gag. Ich habe als Roter die ganze Zeit schön die ganze Zeit Karten. Ich habe schon eine blaue gelegt. Oh Mann, und eine rote. Guck mal, ich habe eine rote gelegt. Nimm mich nicht. Ja, okay, touché. Ja, vorbei. Darfst nicht sagen, du willst nicht. Also so okay, leid Jay, das Spiel einfach dran, mit, lieber. Da kann ich euch nachher blamen. Gleich dran. Auch. Aber wenn Dardosch und Peter blau gelegt haben, Sepp blau confirmed hat, müsste ich doch eigentlich Sepp nehmen, oder? Ja. Wenn du ein guter mich, bist. Ja, auf jeden Fall. Nimm Sepp. Bevor Warum? Du Sepp wählst, willst du lieber mich. Funktioniert das nicht. Also mal. Sepp ist sehr wahrscheinlich, der kann halt, also Sepp und Dardosch sind wahrscheinlich blau. Ja.
Ja, aber dann also das kann ja Dadosch. Also Dadosch ist blau. Dadosch ist auf jeden Fall blau. Sepp, okay. Vielleicht. Also Sepp ist auch blau, weil er die Farbe hat. Nee, ich glaube, Peter hat selbst Platz in meiner Gedankending eingenommen. Das können ja nur vier Leute blau sein. Ja, wer ist deiner Meinung wir nach hatten blau? Keinen Grund, Rote, ne? Wir hatten keinen Grund zu lügen. Einer von uns außer, ist Adolf. Doch, einer von uns ist Adolf. So, Dadosch wurde blau confirmed. Und hat dadurch Peter die Wahl gelassen, obwohl schon knapp war. Also ist in deiner Konstellation Chris, Sepp zwei und Jay. Von uns, die also beiden. Also ich Christian auch überspringen. Also ich glaube, Sepp war rot und hat blau confirmed. Weil ich hier nicht bin. So, gutes Argument. Aus meiner Perspektive, ja genau, aus meiner Perspektive ist logischerweise ist es nicht Sepp, Christian und Dennis. Klar, schon wieder so eine ruhige Runde von dir. Oh, Dennis weiß will gar nicht, warum. Ist klar. Immer interessant, ja, Dalu, wenn du liberal bist du immer lauter, Bram. Dann sollte ich Sepp also nicht nehmen, Dalu. Aus meiner Sicht nicht, aber das heißt ja nicht, dass kann ich ja nur dich sehen. Nehmen. Nimm Bram. Nee, eigentlich nicht. Nee, nimm Dalu. Da kommt eine Rode jetzt an. Da habe ich nichts zu tun. Ja. Ich finde das ganz interessant gerade. Also ich finde ganz schön. Herr Christian, also, das Problem ist eigentlich eher, dass man dich gar nicht wählen sollte, weil du in jedem Fall auf der Faschungsliste stehst. Das musst du weil doch nicht so direkt sagen. Ja, weil du wahrscheinlich, weil du sehr wahrscheinlich auf der Fascho-Liste ganz oben stehst. Das glaube ich eher nicht. Ja, das weiß ich, dass du das nicht glaubst, aber das ist meine Erkenntnis, glaube ich, von ein paar anderen am Tisch auch gerade. Also Jay ist eher noch liberal als Chris, oder? Dann nehme ich Bram. Aha, Bram. Nein, ich will nicht. Doch. Bitte nein. Ja. Ich bin trotzdem dafür, Christian zu wählen. Ich bin für das Überspringen. Also mir tut das auch immer weh, Leute zu überspringen, die noch nie dran waren. Aber das macht logisch, also... Wir brauchen jetzt nur noch eine blaue da. Komm. Ja, deshalb und deshalb will, ja, aber die deshalb kommt will ich jetzt ja nicht. Ja doch, guck mal, wenn Christian jetzt gleich direkt bei den eine nächsten, wegballern kann. Nee, wir überspringen zwei und dann machen wieso soll ich denn eine wegballern? Weil du wahrscheinlich Moment. So ein Bullshit. Auch, wir überspringen zwei und Bram und ich machen den Sack zu. Wieso seid ihr denn auf einmal so happy miteinander? Zwei von uns. Das war der Adolf-Konstellation am Anfang. Mit Jay, Sepp und ja, Chris. Das kann ich mir schon vorstellen. Mhm. Das funktioniert doch gar nicht. Warum zwei, nicht? Zwei überspringen Chris würde theoretisch Jay funktionieren, aber deshalb ich bringe ich ja auch gerade den. Ich kann auch Dadosch wählen, obwohl kann ich nicht, oder? Sollen, oder was? Ja, wir müssen kann auch den ich will nicht, dass du Dadosch wählst. Ich will. Ja, ich will. Auf wen? Mit mir das zu bitte. Ist doch kacke. Ja, dann überspringen wir jetzt zweimal schön, dann machen wir das. Sag mir einen Grund, warum Christian und ich überhaupt in einem Team sein sollten. Gut, dann haben wir einen Grund, warum einzige nicht. Verbindung, die wir hatten, waren die zwei Blauen. Es geht darum, dass du auch Hitler sein könntest. Das heißt, es ist nicht so weit relevant, dass ihr zusammen miteinander gespielt haben müsst. Ja, aber das verstehe ich, aber da kann ich ihm auch genauso die Wahl lassen und dann hätte ich doch nicht gesagt, als Hitler, ich habe zwei Blaue gehabt, sondern ich hätte gesagt, ich hätte Blau und Rot gehabt. Ja, aber und du hätte dann eine Blaue verschwinden lassen confirm. Als Fascho. Als Fascho lasse ich Blaue verschwinden und ja, aber gibt's sie nicht. Nicht. Aber nicht als Hitler. Vielleicht vor allem weißt du ja nicht, wer dein Kollege ist. Das confirmt mich kein Stück, wenn ich zwei Blaue dahin lege, gerade in der ersten Runde. Wenn ich das in deiner Runde gemacht hätte, dann hätte ich es meiner Meinung nach viel eher gemacht, zwei Blaue zu legen, damit man nämlich sagt, oh, guck mal, ich lege auf jeden Fall zwei Blaue. Ich sehe das anders. Aber vielleicht wolltest du ein Fancy Play machen. Ja, das ist kein Fancy Play, wenn ich in der ersten Runde zwei Blaue lege. Da ist nichts fancy dran. Ja, aber wir reden ja jetzt immer noch drüber. Ist ja schon fancy. Ja, ja nee, das ist nur fancy, weil ich mich angeblich, weil ich mich verteidigen muss. Hallo? Niemand macht dich hier gerade fertig. Das sind nur Gedankengänge, ja? Fühl dich nicht gleich auf Händen. Ja, und ich finde das halt scheiße, wenn ich übersprungen werde als Blauer. Wer sagt denn, dass wir dich gut, aber so viel. Ich spiele doch als Dalu und Bram mit. Nee, ich spiele nicht als Blauer mit, weil. Ich bin sogar gewählt und möchte nicht, obwohl ich blau bin. Also ich bin. Ich sehe halt auch nicht. Warum ich sehe aber Bram und Jay auf einer Stufe, also bei beiden bin ich mir überhaupt nicht sicher, ob sie egal liberal oder Fascho sind. Also aber bei Dalu ist das doch nicht anders. Ich bin ja aber also zwei von den 50% der Blauen, da war ich sehr hart. Ja, aber meine konntest du ja gar nicht. Dalu und Bram. Ja, Dalu ist nicht. Ich sehe keinen Unterschied. Dalu argumentiert aber mehr Richtung liberal. Also Dalu ist. Nee, du hattest schon das richtige Wort im Mund. Nee. Peter, du warst Dalu kurz auf halt meiner Liste der guten Leute. Ja, ich weiß nicht, ob hier noch Dalu, einen Platz Dalu argumentiert halt.
schon sehr ausgiebig Richtung Liberal. Und du wolltest zufälligerweise auch Dalu vorhin wählen, ne? Jetzt sind Sepp und Dalu wieder interessant. Das ist hier ja ein ganz krasses Hin und Her. Aber Jonathan, ich habe dich gerade verteidigt, aber ist ja okay. Ja. Nehmen wir jetzt, also was passiert denn jetzt? Ist die Wahrscheinlichkeit, ja, dass da rot liegt, ist vergleichsweise Christian groß. Christian wählt Bram. Ich habe nicht Ja gewählt. Ich habe auch nicht Ja gewählt. Jeder weiß, dass wir springen also und machen das mit Dalu. Ja, Wahrscheinlichkeit, dass da rot liegt, ist. Ich will. Trau Dalu nicht, dass wir Jay überspringen sollen. Überspringen wir mich. Nee, ich bin halt auch gegen Hitler. Aber echt mal, Mann. Vor allem, gesagt, wenn ich Hitler bin, dann kann ich auf jeden Fall Präsident sein, wenn ihr das hier so krass seid. So, Dalu kann genauso gut auch Hitler sein. Nee, ich muss jetzt noch ein paar Runden weiter überlegen und wenn das dass Problem ich übersprungen ist, werde, wo sollte ich zwei da Blau jetzt eine rote kommen, sollte der nächste eine rote legen, wer kann dann, wer ist dann der Präsident, der schießen kann? So. Sollten wir jetzt, sollte beispielsweise Dalu. Dalu sollte schießen. Die erste rote liegen. Ja, okay. Sollte Dalu die erste rote liegen, weil wir Christian und Jay überspringen, dann wäre Bram der schießen kann. Finde ich das gut? Nee. Finde ich nicht. Okay, gut. Sollten wir niemanden überspringen, könnte Jay der sein, der springt. Finde ich das gut? Nee. Ist eigentlich, was finde ich gut? Ich finde, ich sollte wir schießen. Das Spiel gewonnen. Können wir bitte so überspringen, dass ich der derjenige Präsident bin, der schießen kann? Aber wen willst du wählen? Und ein blauer Kanzler ist. Ja, aber wen willst du wählen? Da müssen wir, Peter, da müssen Jay. Wir... Ja, erstmal muss da eine rote liegen. Achso. Das ist okay. Wen Jay wählen würde? Ja, genau, das würde ich gerne wissen. Wen wird Jay denn wählen? Peter, du vergisst aber den Bedenker, ja. Wenn jetzt ein Nein kommt, kann der nächste Prisi quasi bestimmt werden. Tatsächlich. Und das heißt, nicht der nächste muss schießen, sondern einfach der nächste, der Prisi gewählt wird, kann dann schießen. Ja, der bestimmt wird, kann nicht schießen, meine ich, oder? Aber wenn der dann. Doch, nee, Blaulicht ist eh Ende. Okay, das heißt, Christian. Das heißt, wenn wir jetzt eine rote legen würden und Christian wählt danach, keine Ahnung, dadurch, könnte dadurch schießen. Ich würde aber nicht. Ja, nee. Dann mich wählen. Ja, ich glaube, ich würde tatsächlich Bram wählen. Oder warum? Dalu. Hä? Dabei. Weißt du, noch liegt da keine rote. Ich bin fast so, jetzt willst du mich wählen. Nee, einer von euch ist blau. Einer von euch ist blau. Noch liegt da keine rote. Vielleicht haben wir auch wirklich beide blau. Von uns dreien sind zwei blau. Und was ist, wenn wir es alle sind? Von uns dreien sind zwei blau. Da bin ich auch der Meinung. Mindestens. Da bin ich mindestens der Meinung. Das ist richtig. Peter ist für mich 100%ig blau. Dadurch wurde bestätigt von Sepp. Das heißt, entweder ist Sepp und Dadurch ein Faschos oder. Nein. Ich hab Sepp ist Faschos und Dadurch ist liberal. Ja, deswegen. Deswegen könnte es halt sein. Jay hat genau das Gleiche geleistet. Ja, das heißt, auch in Jays Welt ist Chris Fascho. Genau, deshalb habe ich ja gerade vorgeschlagen, Christian zu überspringen. Christian ist halt leider komplett einfach weggefallen. Der steht, glaube ich, auf jeder Fascho-Liste. Weil er halt der Letzte ist, ne? Er ist halt die arme Sau. Schon, das er hat von Jay auch keine Wahl gekriegt. Er hat einfach zwei blaue gekriegt und damit. Also, wenn nein, damit eine rote kommt, kann auch Christian legen. Nee, Peter, nein. Ich muss die ja legen. Kann aber auch direkt eine blaue kommen. Das ist doch. Ja, okay. Dann ist doch auch nicht schlimm. Nee, aber nicht bei Christian. Vielleicht bei Jay, Dalu oder Bram, aber nicht bei Christian. Hä, hey, wenn Christian mit Bram eine blaue legt, ist doch auch egal. Dann ist das Spiel doch durch. Ja, aber Christian, wenn ja, aber Christian ist bei doch allen jeder Konstellation ist der Fall. Der legt doch einfach die blaue weg, Peter. Genau. Und dann haben wir gleich ja, okay, richtig. Okay, ist eh egal. Ich dachte, Sepp, wenn die da quasi in die Mitte gelegt wird. Wait, haben wir schon einen übersprungen? Ich habe einen übersprungen, also, einen weitergemacht. Das ist der erste, der übersprungen wurde. Oh. Auf den ersten. Nein. Weil das schon kann ich nicht. Stand. Weiß ich nicht. Nein. Weiß ich nicht. Scheiße. Nämlich? Wie mich? Kannst nee, nicht mehr? Dalu. Also Dalu. Wie also, ihr entweder ich dann, nein, nein, also, Dalu, weil du der Nächste bist. Nein, bin ich ja nicht. Wenn eine rote kommen sollte, ist na, irgendwer dann random. Dann wähle ich einen außerhalb Präsident. Nein. Es ist jetzt auch noch scheißegal, wer hier wählt. Du wählst jetzt auf keinen Fall Bram, weil den wollte ich auch wählen. Da wollte ich dir auch nicht. So, du hast nee, Dalu ich wollte nicht, weil du das möchtest. Dann bin ich für Dalu. Da bist du mich auch okay. Aber ich möchte eigentlich nicht, dass Jay das macht. What the fuck? Dalu könnte aber auch genauso Hitler sein. Einer von euch beiden. Ich bin der. Aber wieso willst du mich denn Liberale? Ich muss noch mal gucken. Weil ich dich nicht wählen kann! Bin ich. Achso, ja, dann sag das doch. Dann würde ich das doch machen! Ich würde auch Pena lieber wählen oder nicht? Wer nimmt Dalu? Ich kann das aber nicht! Ja, oder? Ja, also, die letzte Wahl ging ja nicht durch. Auch Uzi, weil jetzt bin ich nicht frei. Das kann aber nicht mehr sein, Dadosch. Das geht nicht, wenn du vier liberal sind. Ich bin. Ja, aber. Ich deswegen nicht wählen. Ich werde jetzt einfach 50-50 machen und sage. Dalu. Selbst wenn Trader okay, bevor ihr stimmt, ja. Jetzt könnt ihr auch ja, nochmal eine neue Taktik. Was ist denn unter der Prämisse? Ja, da müsste Jay jetzt mitspielen, ja. Aber was ist, wenn wir jetzt Ja sagen?
Da kommt eine rote und Jay nimmt danach, weil dann sind nämlich Kanzler und hier Präsi wieder nur frei. Präsi ist nur frei, ne? Nee, ich kann den Präsidenten hinlegen, wo ich will, außer auf mich, glaube ich. Ja, genau, aber unabhängig davon wär beides frei. Dann könnte man dadurch zum Präsi machen und von mir aus Peter wählen. Naja, Peter würde ich nicht als Kanzler nehmen. Das Ding ist jetzt schon vorbei, der Jay macht das jetzt. Ja. Potenziell ist das eine Überlegung. Warum magst du mich nicht, hallo? Du könntest halt auch Adolf sein. Ja, macht das ja. Also, ja, also könnte das auch Dalu sein oder Bram sein. Also das stimmt, aber pass auf, aus meiner Perspektive, Jay, ja, bin ich halt der Blaue. Und hier von euch, von uns drei sind zwei blau, ja? Also es können blau, auch alle von euch drei sein. Muss Hitler vielleicht sind mitspielen. Wir auch alle drei blau und wir machen uns einfach nur unendlich kirre. Das keiner von nicht. Uns kann das am Anfang aber, das aber kann wenn wir alle halt drei blau wären, wer wird denn dann die Fahrschuss? Dann wäre Christian, Sepp und? Peter, weil dadurch confirmed wurde. Wieso denn nicht? Wenn wir drei blau sind, gibt es keine Konstellation, außer dass dadurch der letzte blau ist. Genau. Naja, dadurch, also potenziell gibt es noch eine Konstellation, weil Sepp und dadurch beide Faschos sein können, sich aber als liberal aber ja, okay, potenziell, das eine ist blaue eine Konstellation. Gelegen, ja, stimmt, du hast recht, Jay, du hast recht. Das ist von drei Leuten angegangen worden. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist eine blaue Karte da. Ja, das ist schon kriminell. Und weil ich nicht geforst habe. Das finde ich schon recht. Aber gehen der wir Nachteil davon aus, des ja, letzten Christus. Ich wollte das nicht beweisen. Aber, wenn mal letzte, aber dann verstehe ich ja nicht, Peter, wenn du letzter und beide bist, sind Fascho. Wenn du erster bist und eine rote legst, dann hast du den Fascho-Move gemacht. Wenn du erster bist und eine blaue legst, dann hast du den Hitler-Move gemacht. Also ja, aber es wurden ja nur blaue gelegt. Das ist halt dann der Nachteil, wenn du letzter bist und alle blaue legen. Dadurch und Sepp können eigentlich nicht in einem Team sein, weil dann hätte der Move dadurch Peter doch keinen Sinn gemacht. Was? Außer dadurch hätte zwei blaue gehabt. Nochmal. Und, aber gesagt, und, dass er mir. Genau, aber gesagt, er hatte die Wahl gelassen. Ich habe instant ich reingerufen. Hab instant, bevor Peter was gesagt hat, habe ich gesagt, ich habe ihm zwei rot und blau, habe ich ihm gegeben. Rot und blau. Na, Peter? Das ja auch alles keinen Sinn. Ja, kann aber auch noch sein. Das ist so die einzige Konstellation, sonst ist dadurch confirmed. Aber wir machen das ist ja genau das, was ich gerade gesagt habe. Dann sehen wir es einfach. So, aber wenn dadurch zwei blaue gezogen hat und dann dementsprechend eine blaue hat verschwinden lassen, das ist die einzige Konstellation, in der dadurch eigentlich nicht blau sein könnte. Das ist korrekt und das habe ich nicht getan. Dadurch ist halt liberal. Korrekt. Und das Einzige, was mich davon abhält, dadurch zu glauben, ist, dass Sepp das immer wieder sagt. Naja, hat meine Karte gesehen, ne? Ja, weil ich nämlich auch liberal bin, aber das ist ja, das weiß ja nur okay, ich. Aber wenn das so ist, dann sind wir nicht drei Liberale. Aber wenn einer von uns Fascho ist, dann hat doch der hat einer von euch ein richtig so dummes ist, Play gemacht. Einer von euch. Also, entweder ist es gibt die Konstellation, da hat einer von uns einfach einen dummen Satz gesagt oder lügt Sepp. Das ist eigentlich alles. Oder hat nicht in seine eigene Karte geguckt. Warte, ich guck nochmal nach. Ich guck nochmal nach. Ja, ist cool. Alles richtig gemacht. Vielleicht haben wir auch vier Fallschuss, weil wir für die falsche Spieleranzahl aufgebaut haben. Oder? Es gibt nur zwei Liberale und alle spielen auf den Oberbuch. Und trotzdem liegen die ganzen Blauen da. Hey Jay, würdest du denn dadurch nehmen als Präsi danach? Warum? Wir machen jetzt zu. Wenn das nicht zugemacht wird. Es gibt keine Alternative, es muss dadurch genommen werden. Oh, das ist schon wieder so ein krimineller Satz. Alternative. Naja, die andere Alternative ist halt dich als Präsident zu nehmen. Die wichtigere Frage ist fast schon, wen man da als Kanzler wählen würde. Die Frage ist, wer ist am wenigsten Hitler? Ja, genau. Oder Peter. Das ist auch ein Problem, ja. Nee, Peter, die Frage nicht stellen, nachdem das passiert ist, dann müssen wir da sowieso alles nochmal neu diskutieren. Eben, vielleicht müssen wir jetzt ja gar nicht mehr diskutieren. Also, das hängt davon ab, ob Bram jetzt mit Ja oder mit Nein wählt. Genau, das ist schon klar, aber egal, was wir jetzt sagen, danach wird alles nochmal neu diskutiert werden. Egal, das aber das ist halt das Spiel, aber, wa? Ja, aber klar, aber dadurch ist ja verdoppelt. Confirmed liberal von Sepp. Kann halt, ne, Konstellationen sind wir durchgegangen. Du kannst Hitler sein, Dalu kann Hitler sein. Ich kann in euren Augen Hitler sein. Ich weiß, was ihr seid. Ich weiß, was ihr gelegt habt. Blaue, keine Ahnung. Es ist gerade ist es einfach nur ein Vertrauen. Aber hätte ich dann nicht eher gesagt, dass du jetzt Bram wählen sollst und wenn dann Rot kommt, soll dadurch mich nehmen, wenn ich Hitler wäre? Ich habe ja gesagt, du sollst mich jetzt wählen. Wenn ich Hitler wäre, wäre die nächste Runde geiler. Ja, genau, aber vielleicht möchtest allein du halt wegen den ganzen Argumenten, die Dalu bringt, das ist, ein gutes ist Argument. Ja so liberal. Ja. Oder er wickelt euch wieder um den Finger. Nee. Dadurch, Alter! Nee, aber für dich ist es ein Dadurch, ich vertraue jetzt mal darauf, wenn jetzt der Rote kommt, dass du dann gewählt wirst als Präsi. Ja, wenn alle drum dafür sind, zeigt eigentlich, dass ein Fascho dabei ist. Oder die machen jetzt den Sack ist zu. Glaub, und die Fascho spielen gerade auf Line. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Gerade an der Wahl beteiligt.
Ja, du möchtest dich wirklich von Faschisten wählen lassen. Manchmal muss, was muss, das muss. Zum Wohle des Volkes. Boah, bitte lass Bram der Fascho in der Dreierkonstellation sein. Nee, kacke. Hatte ich wohl drei rote, oder? Also, Jay, was hat das denn? Was? Oh, Entschuldigung, ich hab dir die Wahl gelassen. Hast du die blaue weggelegt? Dalu ist confirmed Fascho. Du hast eine blaue weggelegt, du Sack. Nein, hab ich nicht. Du kannst eine blaue weggelegt haben. Das ist richtig. Das hättest du auch vorhin machen können. Das hätte jeder bislang machen können. Oh, nee, ich nicht machen können. Ich habe zwei Blaue. Jeder hat immer die Chance. Nee, ich konnte das nicht. Achso, stimmt. Okay. Die Leute, die drei Rote gezogen haben, können Blaue nicht weglegen. Das ist richtig. Nein, ich konnte auch nicht eine Blaue verschwinden lassen, weil du angeblich zwei Blaue gezogen hast. Da du zwei Blaue und ich war der Letzte, der zwei Blaue gezogen hat. Genau, das ist richtig. Gut. Macht alles. Also. Was soll ich halt machen? Ja, damit. So. Dadurch statt Ding, würde ich auch sagen. Also wenn ihr alle machen, möchtet, dann ja. Du glaubst doch selber, dass der confirmed blau ist. Wichtiger ist, wer der auch Kanzler wird. Wie gesagt, der könnte ja genauso gut auch. Also, ja, richtig, oder soll ich Kanzler werden, ne? Okay. Wobei, es geht darum, wer schießen kann. Okay. Nein, nicht Dadurch. Nein, nicht okay, mit Präsi werden. Nein, Dadurch soll Präsi werden. Dadurch wird Präsi. Jay, pass auf. Dadurch wird Präsi. Wir gehen ja davon aus, dass Dadurch liberal ist. Es sei denn, Sepp ist auch Fascho, dann hat er ihn gedeckt. Das heißt, da sind schon mal zwei potenziell. Wobei das nicht stimmt. Ja, nein. Das kann sein. Es geht nur darum, was kann. Wenn das so ist, dann sind da zwei Fascho schon weg. Dann ist doch die Chance super gering, dass er jetzt dann Adolf trifft. Oder? Weil er darf ja einfach nur Sepp nicht wählen. Und dann ist doch noch eine Chance von einem. Warum darf er mich denn nicht wählen? Dalu, Kanzler, meinst du? Dalu, mal aus deiner Sicht gesehen, ja. Wenn du davon ausgehst, du weißt ja, was du bist, ne? Du sagst ja, du bist liberal und so weiter. Ja? Wenn du sagst, du bist liberal und Dadurch ja auch confirmed liberal ist, ja? Das heißt, dass Sepp ja auch dann liberal ist aus deiner Sicht, ne? Er würde ihn aber auch liberal confirmen, wenn er Fascho ist. Und Peter ist ja auch aus deiner Sicht liberal, oder? Das heißt, ihr seid die vier. Sepp ist da nicht automatisch mit drin. Peter hätte auch den Adolf-Move gemacht. Ja. Und Sepp ist doch dadurch nicht confirmed. Doch nicht in der letzten, da in der letzten Dingens. Doch, musste er ja. Weil sonst wird er nie wieder gewählt. Genau. Wenn er den Adolf-Move gemacht hat, dann könnte ich ihn doch. Nee, das bringt ja auch nichts, wenn ich ihm Präsident gebe. Nee, deswegen gibt doch Dadurch den Präsi. Der ist von den meisten Leuten. Wer ist denn eurer Meinung nach am wenigsten gering Hitler? Ja, aus meiner Perspektive logischerweise ich. Ich oder abgesehen Bram. Von ihr selber. Wow. Ich oder Bram. Markus. Ich. Du kannst doch auch nicht, Hitler sein, Sepp. Kann ich, ja. Klar, kann ich Hitler sein, so wie jeder andere am Tisch auch. Und warum Bram? Weil ich glaube, dass die drei Faschos du, Christian und Peter sind. Ich würde dadurch Präsidenten machen. Peter, der die vierte Blaue legt. Ich würde Bram wählen. Jay, der zwei Blaue gelegt hat. Ja, du warst zweimal geforst. Einmal geforst. Ich wollte da mal zuhören, ganz kurz. Genau. Ich bin schon fertig. Du hast gesagt, ich soll Präsident werden, ja? Ich wollte mal kurz. Ja, genau. Ich hätte gedacht, ich werde Präsident und Peter wird Kanzler oder so. Also ich glaube, ich würde Bram wählen. Ja, ich würde Peter als Kanzler. Ich würde dadurch Präsident und Bram Kanzler geben. Ja, genau, finde ich gut. Ja, aber dann wird Peter Präsident und du Kanzler. Nein, Peter muss nicht Präsident. Ja, weil Bram war, also wenn Jay sagte, er hat zwei Blaue gehabt, ich hatte zwei Blaue. Selbst wenn Bram Fascho wäre, er hätte das gar nicht sagen müssen, dass er zwei Blaue hatte. Er hätte einen einfach weglegen können und Jay die Wahl lassen. Genauso sehe ich das auch. Ich würde, glaube ich, lieber Peter den Präsidenten geben, weil, wie gesagt, der Hitler-Move noch da ist. Sind wir nicht alle dafür, dass Dadurch genommen wird? Nee, Peter wählt Dadurch als Kanzler. Aber warum kann er Peter schießen und er kann eine rote verschwinden. Das macht doch nur Sinn, wenn du und Peter Fascho seid, dann macht das Sinn. Macht auf jeden Fall auch Sinn, dass Dadurch auf Bram. Dadurch muss Präsi werden. Die Liberalen sind sich einig, dass Dadurch gut Präsident wird. Dann machen wir Dadurch. Also, wie viele sind für Dadurch? Ich. Ich hätte jetzt nur gedacht, drei. Das sind schon mal vier. Vier. Wenn man davon ausgeht, dass Dadurch. Und du selber Dadurch sagst, du auch, und du selber sagst der ist blau. Das welchen Grund gibt es also, das nicht zu tun? Ja, das ist Jay Fascho. Mir ist viel wichtiger, wer wird als Kanzler gewählt. Bram.
Wieso Bram? Nee, Bram ist von den Präsidenten dabei gewesen. Nur Christian, Jay und Peter sind dagegen, dass Bram gewählt wird. Bin ich nicht. Und nur die sind dagegen, dass Dadosch gewählt wird. Dann gib doch jetzt Dadosch den Präsi. Das stimmt überhaupt nicht. Dalu, ich... Ich habe über Dadosch überhaupt noch nichts gesagt, Sebastian. Ich kann natürlich der sein, der hier geplayt wird, aber Brams Move finde ich... Wegen nee. Dadosch, ja, weil ihr auf einmal gegen Dadosch seid. Oder das stimmt überhaupt nicht. Gar nicht. Richtig zu, oh, jetzt wieder will. Peter doch den Präsi geben. Als Kanzler nimmt. Und ich hätte gesagt, Dadosch wäre als Kanzler besser geeignet. Ne. Nee, Dadosch muss schießen können im Zweifel. Dadosch, ich finde Dadosch auch nicht gut als Kanzler. Ich will jemanden, der quasi am unwahrscheinlichsten Hitler ist als Kanzler. Ja, dann ich das kann ich auch verstehen, Peter. Ja, eben. So, für das mich, das verstehen. Problem ist, das ist halt diese Runde sehr, sehr schwierig. Ich finde, Jay, Dalu und Bram hatten am Anfang diese zwei Kartennummer, wo sie entweder nicht gelogen haben, das heißt, sie sind alle drei liberal, was dann bedeuten würde, dass Sepp, Dadosch und Christian Fascho sind, was theoretisch möglich ist, weiß ich nicht, aber irgendwie unrealistisch. Aber wenn einer von denen den Hitler-Move gemacht hat, ist einer von denen Hitler. Das heißt, die will ich danach nicht als Kanzler sehen. Ja? Weil das ist zu unrealistisch, dass die alle drei nicht gelogen haben. Ich hatte nie die Chance zu lügen. Das heißt... Genau, Christian hat hier keine Chance. Das heißt, danach, aus meiner Perspektive, was jetzt natürlich wieder eure geile Story confirmed, sollte entweder ich Kanzler werden. Oder Christian. Und Dadosch... Weil ja, der nee, am Präsident. Wenigsten gering Kanzler ist. Nee, dass Jason nee. Nicht Dadosch naja, Quatsch, Hitler ist. Macht. Nicht zum Präsi macht, darüber so lange nachdenkt, spricht er dafür, dass Jay am Anfang Pech hatte mit den zwei Blauen. Ja. Kann er nicht. Den hätte ich ja trotzdem, eine blaue Unter... Wenn du komplett liberal wärst, hättest du keine Sekunde darüber nachgedacht, Dadosch jetzt das scheiß Ding zu geben. Genau. Hey, doch, natürlich. Natürlich. So. Gerade das Präsident doch. Es geht um den Kanzler. Ja, aber wir sind immer noch bei der Präsi-Frage auch. Genau. Ja, die steht auch noch im Raum. Noch ja, nicht genau, du hast den Präsi noch nicht abgegeben. Die Kanzlerfrage ja, stellt ja sich ja noch gar so. Nicht final. Doch, weil muss ja beides vorher geklärt werden. Ich will das vorher Kanzler wissen, was halt gewählt kann halt wird. Präsident das ist alles. Und Kanzler gleichzeitig sein. Ja. Also wenn du halt einen safen Liberalen hast, dann willst du den auf jeden Fall als Kanzler also, rausnehmen. Ja, aber Bram als Kanzler, er kann gelogen haben, aber warum sollte er das so ein Play machen? Das macht aber auch keinen Sinn, dass er also, gelogen warum hat. Warum sollte er sagen, das er macht hat zwei doch bei Blaue. Niemandem Sinn. Ja, doch, bei uns Jay. Dreien macht das keinen Sinn, das ist richtig. Und er wurde blau confirmed. Außer ihr seid Hitler, dann hätte es Sinn gemacht. Aber ja, auch nicht mal dann Hitler hätte sein. Er das dann machen müssen. Dann, ja. Er hier aber, ja. Dann wären aber Peter, Sepp und Christian Fascho. Ja, kann sein. Ah, oh, also der Einzige, der hier hätte lügen müssen oder können, dass es auch irgendwie ein Play ja. gibt, wäre es überhaupt nur du. Wieso? Genau. Warum? Was ist denn das für ein Play? Ja, ich habe blau geforst, ich bin der Superliberale. Genau, neben ich bin der Superliberale. In der ersten genau. Runde? Aber das ja, wäre das gleiche Argument, zählt doch auf dich, Dalu, oder nicht? Ich hätte Dalu doch kann auch sein, Grund aber Dalu hat viel gehabt. Liberaler gespielt über das ganze Spiel hinweg, sehe ich zumindest so. Vor allem, Peter, ja, ich habe ja nicht mal blau, Dalu ich habe doch nicht blau geforst. Ich habe Dadosch die Wahl gelassen. Ich habe aber gesagt, dass ich blau abgelegt habe. Jetzt stimmt, ja. Bram hat noch geforst. Ich habe geforst. Und da ja. hätte es keinen Sinn mehr gemacht. Wieso hätte es da keinen Sinn mehr gemacht? Weil das doch schon, das Game lief doch dann schon bis auf die dritte blaue hinaus. Warum ja, sollte und er du confirmst dich doch dann trotzdem noch als Liberaler quasi. Ich wenn glaube aber, als Hitler wärst. Ich Dadosch, glaube, als wen würdest du denn als Kanzler? Du kannst Bram als Hitler ja auch gewesen wäre, dann Dalu. Hätte er doch versucht, eine rote verschwinden zu lassen, weil schon zwei blaue liegen. Ja, aber als Hitler kannst du doch beispielsweise, wenn du zwei blaue ziehst, dann sagst du doch lieber, ich habe blau geforst, als dass du quasi die Wahl lässt. Also auch aus Brams Perspektive hätte es Sinn gemacht, zu sagen, ja, als Hitler. Ja, klar. Also das Argument, ich will nur sagen, das Argument, was ja. Dalu auf Jay bringt, ist exakt genauso auf Bram anwendbar. Du hast, ich finde persönlich, hast du nur bei Bram eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass er liberal ist. Und das bei ist dein Jay persönliches eine, genau, Empfinden, das mag genau. sein, aber Dalus Argument ging ja in eine andere Richtung. Also ich finde, das hat in der ersten Runde mehr Gewicht als kurz vor Ende. Weil selbst ja. wenn Bram hier gelegt nicht. Hatte, hätte bis hier Bram vielleicht gar nicht mehr dran sein müssen. Ja. Aber so er nicht. Will ja hier drankommen, wenn er der Hitler wäre. Also für mich ist die Konstellation eigentlich, die wir jetzt wählen sollten, aber es geht alles Dadosch Peter, ja. Peter Dadosch. Nee, ganz ehrlich, nee, Jay, Peter? Nimm Peter da raus. Peter muss da raus aus der Konstellation. Du fokussierst ja, dich so hart auf Peter. Ja, verstehe ich der auch. Grund, der hat die vierte Grund, Blau gelegt. Ja, genau, weil er wahrscheinlich nicht anders konnte. Genau. Wahrscheinlichkeit, Dadosch, also, okay, Dadosch hat okay, die weil er nicht anders konnte. Weil er nicht anders konnte. Dadosch hast du ihm die Wahl gelassen vorhin? Ja. Ja.
Ja. Dann hat er doch aber die Wahl. Aber wenn er Adolf ist, dann hätte er die blaue trotzdem legen müssen, weil wenn er hier die rote gelegt hätte, wäre er nie wieder dran gekommen. Du kannst doch auch als Fascho dich als, oder beziehungsweise als Hitler kannst du dich doch mehr oder weniger opfern. Du wirst doch nicht abgeschossen. Aber wenn du kannst dich als Hitler opfern. Nee, du kannst dich als Hitler gar Natürlich kannst du dich als Hitler opfern, wenn Peter Hitler ist. Wenn ich die gleiche Argumentation bringen würde wie du, ja, und ich die ganze Zeit darauf beharren würde, dann würdest du sagen, ich bin der Fascho. Das heißt, in der Konstellation wärst du Fascho, Peter ist wahrscheinlich Hitler und Christian oder Sepp auch Fascho. Genau, so sehe ich das nämlich auch. Aber wie Peter sagt, ja, Bram könnte das Play auch trotzdem vollzogen haben. Ja, aber ich denke, dass Bram, also wenn Peter Hitler ist, hätte er auf jeden Fall die blaue legen müssen an der Stelle. Ich verstehe aus eurer Perspektive, dass ich potenziell Hitler bin. Also aus meiner Perspektive könntet ihr alle Hitler sein. Ich finde immer noch, dass die Wahrscheinlichkeit am geringsten bei Christian ist. Kann sein, dass er Fascho ist, aber er ist mit Sicherheit nicht Hitler. Dann nimmt Dadosch als Präsi und Chris als Kanzler. Bram als Kanz. Okay, ja. Ach, durch. Und wenn da eine rote kommt, da schießt Dadosch. Bram will ich nicht als Kanzler. Okay, dann mache ich Präsident Bram und dann kann Bram Dadosch wählen. Das ist okay für mich. Ich will nicht, wie gesagt, dieses Hitler-Argument. Ja, das ist für mich vielleicht auch okay. Das ist für mich irgendwie auch okay. Also dann ist das genauso andersrum. Ich bin ich auch konform mit. Ich verstehe das schon. Also ich habe die ganze Zeit drüber nachgedacht, wer Kanzler sein sollte. Und ich muss gestehen, dass ich bei Bram auch nicht hundertprozentig. Das ist auch okay, mich nicht zum Kanzler zu wählen. Ja, genau. Ich mag Dadosch aber auch nicht als Hitler, hey! Also als Kanzler, ehrlich gesagt. Ich mag Dadosch auch nicht als Hitler. Hey, warum Hitler? Das denn jetzt auf einmal nicht? Ja, weil er ja auch Hitler sein könnte. Jeder kann Hitler sein. Also, ich glaube, er am unwahrscheinlichsten vom ganzen Tisch, oder? Am unwahrscheinlichsten bin ich, ja. Nein, ich finde, du bist also raus, Dalo. Du bist ich also absolut lieber. Dass Bram Präsident ist und ich Kanzler, damit gehe ich auch konform. Also, das finde ich auch noch ganz nice. Ich glaube, damit bin ich noch ein bisschen sicherer sogar. Okay. Okay, also ich hätte lieber die Konstellation Dadosch, Präsi, Christian, aber gut. Dann das mit Christian den, übrigens hätte ich auch noch okay gefunden, wenn ich Christian als Kanzler Christian bin. Ist für mich Fascho. Wenn Christian liberal ist, dann ist er also das Hitler. Kann sehr gut kein sein, Hitler. Aber er ist mit Sicherheit nicht Hitler. Genau, und das ist halt, wenn wir einen liberalen, testen oder wenn wir als Liberalen einen Präsi machen, dann ist die Chance sehr hoch, dass da eine blaue kommt. Dann ist das Spiel eh vorbei. Ja, du willst was auf gar keinen Fall passieren kann, darf, ist, dass ein Hitler Kanzler wird. Okay, nehmen wir an, wir haben einen liberalen Präsidenten, Dadosch als Beispiel, ist ja egal. Okay, der wählt jetzt Christian, der kriegt rot und blau zur Auswahl, er legt rot. Ja geil, ist das Spiel noch nicht vorbei. Dann ist es noch nicht vorbei, dann können wir Christian abschießen. Ja, und dann wählen wir nächste Runde dasselbe wieder, bis entweder Hitler dran ist. Nee. Ja, aber wenn Christian Fascho ist, dann haben wir ja so viel mehr Informationen, mit denen man dann arbeiten kann. Dann ist der nächste Präsident. Es darf halt nur nicht passieren, dass wir den Hitler wählen. Aber das ist doch eine gute Idee. Aber Chris, der nächste ist, ich finde die Idee wirklich gut, weil wir so viele Chancen noch haben. Wir haben dann nur noch zwei Rote am Platz. Dennoch, ja, und Theorie. Wissen Dennoch. Immer noch nicht, wer Hitler ist. Ja, aber wenn ich auch, du bist der nächste Dalu, der dann Präsident ist. Tut mir leid, Chris. Und dann kannst du. Dann muss ich wieder random gucken, ob ich Hitler treffe. Wir machen das mit Bram und mir, das ist doch viel besser. Ich habe nur gesagt, dass ich das noch eher gut finde, als Bram den Kanzler zu geben. Deswegen. Aber Bram kann Präsident sein und er gibt mir den Kanzler und ich bin ein Kanzler. Dann ist die Runde auf jeden Fall so weit safe, dass kein Hitler ein Kanzler wird. Und wir haben noch die Möglichkeit, das Spiel zu beenden, weil ich mir noch nicht hundertprozentig sicher bin, was Bram da, Bram gut ist oder nicht. Aber die Frage, du bist ja hoffe ich blau. Wenn du Präsident bist, das heißt, ich hätte lieber einen Blauen, der schießt, als einen potenziellen Hitler, der schießt, wenn ich Bram zum Präsi mache. Aber du willst keinen Hitler als Kanzler, dann ist das Spiel doch... Nee, das ist, deswegen genau. finde ich das Argument halt mit Christian halt echt stark. Ja, es ist schon nicht schlecht, aber trotzdem, aber Christian, auch wenn er jetzt noch nicht was gemacht hat und er Pech hatte mit der Position, ist eher noch eher einer, der das Spiel nicht beenden wird, als Bram und meine Wenigkeit. Wir beenden jetzt die Diskussion. Ich werde jetzt. Das Game ist verloren. Du kannst ja nur die Diskussion mit dem Präsidenten erstmal beenden. Ich mache jetzt Dadosch zum Präsidenten und er kann halt entscheiden, ob er. Christian oder Bram wählt. Oder Peter. Und Dadosch haben wir als Präsidenten immer noch fast am besten. Ich auch. Ja, gut, okay. Zu ja, da sind sich drei Kinder nachdem das jetzt einfach passiert wurde. Ja? Das ist eine Katastrophe. Weißt du, Dadosch ist derjenige, der das eigentlich nicht wollte. Und Jay Dadosch, du bist doch ein Guter. Das macht dich so sehr zu einem Fascho. Ja, natürlich nicht.
Doch, doch. Ja, Dadosch, jetzt pick mal Adolf raus, damit ja, das Spiel verloren hat. Ich finde die Idee super jetzt, mit Christian. Also, Moment, nach ich weiß. Oder du, Bram, nimm dir dich halt. Jetzt dazu gekommen, nachdem wir am Anfang immer gesagt haben, Dadosch auf jeden Fall Präsident, sind wir jetzt dazu gekommen, dass Dadosch das nicht werden sollte? Weil wir nicht darüber nachgedacht haben, dass die Konstellation mit Brammen als Präsident und mir auch funktionieren würde. Das aber Problem ist ja, das habe ich ganz am Anfang gesagt, dadurch war ich Fascho. Dadosch, du hast halt einen Nachteil und das ist das, was Dalu vorhin sagte. Wir müssten jetzt eigentlich jemanden rausfinden, der nicht Hitler ist. Also wir haben, sonst würden wir es nur eine Runde aufschieben und haben nächste Runde das Problem, dass wir rausfinden müssen. Aber wir haben einen Fascho weniger. Also in meinen Augen können wir jetzt besser Bram als Kanzler nehmen, gucken, ob er Fascho ist, wenn er Hitler ist. Ich sehe Bram immer noch am unwahrscheinlichsten, dass er Hitler ist. Das Problem ist, was ich jetzt habe, ist von allen am Tisch. Also neben mir. Neben dir. Und neben mir sehe ich Bram am unwahrscheinlichsten. Weil du hast sie ja confirmed. Genau, Dadosch ist halt Präsi. Ne? Genau. Also, was jetzt passiert ist, bringt mich in ziemliche Schwierigkeiten. Und zwar, als ich das mit Chris erwähnt habe, hat Jay das natürlich direkt aufgegriffen. Es kann Zufall sein, es kann sein, dass die beiden in einem Team sind. Es kann sein, dass Chris auch Hitler ist, by the way. Und Jay das als seine Möglichkeit sieht, dass noch so eine weit Idee geforst hat, dass Chris jetzt tatsächlich, du fandest so geil, diese Idee, und du hast vielleicht die Chance gesehen. Eventuell. Ich habe noch eine Idee. Wir wählen jetzt Nein und ich wähle Dadosch. Da hätte ich vorhin aber nicht, als Christian der Präsident war, Nein gewählt. Dalu, das schiebt das aber. Ja, können wir machen. Dalu, können wir machen, ja. Sind Chris, Jay und Peter in einem Team? Können wir machen. Das geht doch gar nicht. Dalu ist doch Kanzler. Ich bin aber nächste Runde Präsi, wenn wir Nein wählen. Genau. Finde ich nur ganz, wenn ich Fascho bin, dann wähle ich doch keinen Liberalen. Dann hätte ich doch versucht, meinen Fascho-Kollegen zu... Wenn du jetzt Peter zum Präsi gemacht hättest oder Christian, dann wärst du safe raus gewesen. Du hattest nicht viele Möglichkeiten. Genau. Du hattest die Wahl im Prinzip zwischen mir und ein bisschen, was man hätte nachvollziehen können, und Dadosch. Genau. Ansonsten wärst du safe raus gewesen. Das heißt, ich als... Aber du bist potenzieller Fascho auf Peter eingeschossen. Ja, als Potenzial habe ich überhaupt nicht. Aber der hat halt die vierte Blaue gelegt. Deswegen gehe ich davon aus, dass der Dadosch liberal hat die vierte Blaue gelegt. Das muss man unterscheiden. Der Präsi hat die meiste Macht in der Wahl. Ja, er hätte als Fascho nicht die vierte Blaue gelegt. Das ist dumm. Als Hitler aber ja. Nee, das Hitler, sehe ich ja nicht. Als Hitler, ja. Das ist viel zu gefährlich, gerade wenn das als nur Hitler drei... Das getan. Da waren nur zwei Rote, das ist Hitler viel zu gefährlich. Hitler ist doch deine einzige Chance im Late Game dann noch zu gewinnen, wenn so viele Blaue da liegen. Dann hast du doch die einzige Chance, dass du als Kanzler gewählt wirst. Du willst ja wirklich Hitler haben. Wenn jetzt irgendeiner gewählt wird, der hatte die Wahl, legt rot. Zack, wird er erschossen. Ja. Dann kommt der Nächste, hatte die Wahl, legt rot, aber dann wähl nicht Peter. Ja. Dann ist das doch... Dann ist waren wir die ganze Zeit dabei. Das war die ganze Zeit. Wir waren nie bei Peter als Kanzler. Ja, genau. Das haben wir die ganze Zeit gesagt. Ja. Aber du warst da die ganze Zeit für. Genau. Na, war ich nicht. Ja, doch, klar. Du hast die ganze Zeit gesagt. Nicht. Du hast gesagt, die einzigen Konstellationen sind so Dadosch, Peter, Dadosch. Ja. Ja, aber dass dann Peter dann der Präsident ist. Präsident ist. Und dann gesagt. Nee. Du hast gesagt, beide Richtungen. Ja. Okay. Wir können auch Nein wählen und ich wähle Dadosch. Dadosch finde ich auch, Dalu finde ich auch eine gute Idee. Finde ich auch nicht schlecht. Finde ich sogar am besten. Dadosch, was hältst du davon? Ja, ich finde das okay. Ich finde das gut. Ja, okay, wir wählen Nein. Ja, gut. Ja, dann wählen wir Nein. Boah, Dadosch, wenn du Adolf bist, dann spiele ich heute nicht mehr mit dir. Ja, wenn du Adolf bist. Dadosch ist liberal. Dann kannst du dir nachher ein anderes Spiel aussuchen. Hey, ist nur ein Spiel hier, ja? Du Schwein. Dann beginnt die erste. Komm her, gib her die Lumpen. So, Jay, jetzt will ich die. Kannst du ja nicht. Oh, nee. Oh, geht auch gar nicht. Ja. Jetzt kommt natürlich die Blaue und wir haben gewonnen. Ja, ist doch super. Bist du Hitler? Nein. Weil er ist liberal. Ja, logisch. Oder falsch. Die Frage muss man ja trotzdem stellen. Naja. Die Konstellation hätte es ja noch theoretisch geben können. Es war auch so traurig gefragt, so diese Angst dahinter, dass ich Ja sage. Ja, war es doch so, dieser kleine Rest in meinem Herzen. Funken ist immer dabei. Jetzt machen wir es einfach aus und dann ist gut. Dann haben wir hier, der Secret Hitler ist immer so anstrengend, Du meinst aber die blaue Karte raus, wenn du dabei hast, aber du bist schon zu lange, weil die Sache ist noch nicht durch. Nee. Ich wollte ja sagen, ich meine, ey. Ich war jetzt nicht die Jay, Rode. Peter und Christian. Und Christian? Ja. Habe ich die ganze Zeit gesagt. Gewusst,
Ja. Den Adolf. Der dieses Festhalten, weißt du, dadurch nicht die Fräsi zu geben. So dumm. Ich hab den Move am Anfang nicht verstanden, wieso du sagst, ich hätte zwei blaue gehabt und ich hatte eine blaue und eine rote. Unfassbar ärgerlich gewesen. Es ist unfassbar ärgerlich gewesen. Warum durfte ich die rote nicht nehmen? Ja, pass auf. Ich habe zwei rote gezogen und eine blaue. Ich wollte damit erstmal zeigen, dass ich dein Freund bin. Und ja, das habe ich mitbekommen. Und ich hatte die Hoffnung, dass Peter die Chance hat, viel mehr blaue loszuwerden. Eine weißt würde du, und dann ziehen loswerden. Dalu und Bram zwei blaue. Das ist unfassbar unlucky gewesen. Aber unfassbar ich hatte recht mit dem Einschießen, mit dem Kanzler auf. Also ja, ich verstehe das. Ich wollte halt zeigen, wer ich bin erstmal. Und ja, ich wollte halt schon mal den Faschus. Das hat sich gar nicht für mich gemacht. Faschus. Die Dadurch-Debatte war die für mich, der hast du mich verloren. Die Argumente waren nicht gut. Nee, von und sehr gut, Leute, ey. Das war so schön. Es war gewesen, eine ganz schlimme so Situation leid. Vorhin in der Diskussion, wo ich als erster vorgeschlagen habe, Dadurch wählt Christian. Und ich hatte schon Dadurch und Bram soweit. Ja, aber dann ist Jay reingecrashed mit dem Vorschlag, Bram sollte doch Dadurch wählen. Und ich dachte, Alter, Jay, hast du mir gerade nicht zugehört? Nee, ich hatte nicht. Die beiden soweit und du hast mir halt echt nicht zugehört. Wir waren gerade soweit und dann schlägst du alle. Und dann schlägst du das vor. Ich war dagegen. Ich war auch dagegen. Christian und Peter waren beide so raus. Ich hatte auch nichts gemacht, diese Scheißrunde, ey. Das war auch ärgerlich. Und die Tatsache, dass ich die vorletzte blaue gelegt habe, das war für mich eine Muss. Also das ging gar nicht anders. Wenn ich die rote gelegt hätte, wäre ich confirmed Fascho gewesen. Und wer war die ganze Zeit bei mir aus eurer Perspektive? Und dadurch confirmed Inno. Also richtig confirmed. Und Christian und Jay waren die ganze Zeit aus eurer Perspektive schon von relativ früh im Team. Obwohl ich nichts gemacht habe. Das heißt, ich hätte die beiden mit vor den Zug geworfen. Ich hatte gar keine andere Wahl, als die blaue zu nehmen. Warum zur Hölle muss ich auch noch anfangen? Und wir haben ja immer die Scheißregel, dass man den Letzten dann wählt. Und dann ist das natürlich... Ja, Peter hat das geforst. Peter, aber das ist doch geschenkt. Das ist doch geschenkt gewesen. Ich habe mich richtig gefreut. Ich kann doch nicht Christian direkt zwei rote geben. Ja, warum nicht? Aber du kannst dich direkt mit deinem Hitler verbinden dadurch. Ja, das hatte ich ja gehofft. Ja, das ist ja auch eigentlich, was man versucht am Anfang zu schaffen. Und dadurch, dass wir diese, in Anführungszeichen, Scheißregel haben, hattest du eigentlich voll die geile Chance. Ich habe mich richtig gefreut, dass das geht, ohne dass das hier irgendjemanden ärgert. Aber dann war es dann sehr ärgerlich. Ja. Ich hätte am liebsten eigentlich die rote gelegt. Also in meinem Kopf hast du sogar schon gesagt, dass du zwei blaue mir gegeben hast. Also, das ist krass. Ich habe noch nichts gesagt, da sagst du, ich habe zwei blaue gehabt, wo ich mir so dachte, hä? Weil das ist denn jetzt nicht in Ordnung? Das hat mal gemerkt, du hättest Jay fast verraten. Das war kurz. Nö, das hab ich ja auch, aber du warst so, ne? Stimmt, du hast ihn sogar verraten, aber alle ich hab auch tatsächlich in dem Moment drüber nachgedacht, den einfach vor den Karren zu werfen, weil ich meine, das wäre echt scheiße gewesen. Lol, das wäre mega nice. Du darfst doch nicht als Hitler jemanden vor den Karren werfen, der lügt. Geworden. Ja, warum denn nicht, Peter? Wenn Christian Jay von Karren geworfen hätte, wäre der für mich safe liberal gewesen. 100%. Aber warum sollte Jay öffentlich lügen? Das hätte niemals funktioniert, Leute. Wenn ihr zwei Schritte weiter gedacht hättet, dann hättet ihr euch gefragt, warum hat Jay überhaupt gelogen? Genau. Und dann, weil Christian ja dann Hitler ist. Also, das war halt einfach fucking unlucky, dass Dalu und Bram zwei blau gezogen haben. Das ist alles. Ja, waren alle blauen weg? Nee, waren sie nicht. Ich habe Peter eine blaue war noch blau drin. Gezogen. Ja, die blaue habe ich dann weggezogen. Ja, okay, deswegen hatte ich auch kein Problem damit, dass Sepp. Siehst du, das hat funktioniert. Schade, dass du nicht zwei blaue hättest gezogen. Das wäre geiler gewesen. Das funktioniert aber dann aber auch nur, wenn ich einen von euch zum Kanzler gemacht hätte. Also, das ist dann natürlich auch wieder relativ schwierig. Ja, das hat das wäre schon gegangen zu dem Zeitpunkt. Ja, keine Ahnung. Es war halt unlucky. Ist ein schwieriges Spiel. Ja, es war wieder eine hitzige Runde Secret Hitler. Hauen Sie rein. Bis dann und ciao. Tschüss.